So. Hätte ich noch länger draufstehen bleiben sollen? Nein, alles gut. So, wir laufen und laufen und laufen. Alles gut, alles richtig gemacht. So. Ich wette, da ist unser Lichtschwert drin. Auch hier bestimmt. Das ging nicht automatisch. Luke hat irgendwo einen Schalter umgelegt, kurz bevor wir da waren. Nur um uns zu verarschen. Das Sackgesicht. Was wollte ich sagen? Ah ja, genau. Da sie Lukes Sprecher, also Synchronsprecher für das Spiel hier noch hatten. Na gut, das Spiel ist jetzt auch schon nochmal 12 Jahre alt. 13, 14 Jahre. Ist meine Hoffnung ja groß, dass wir für Episode 7 ebenfalls... So, das ist der Sprung. Der Heli kann doppelt so springen wie normal. Ist ja meine Hoffnung groß, dass wir den Synchronsprecher, also auch für Leia vielleicht und für Han Solo, für Episode 7 reaktivieren können. Weil klar kann man sagen, Original ist immer besser, aber ich habe die Filme damals halt auf Deutsch gesehen. Wahrscheinlich jeder, der das so als Kind sieht. Und wird mich schon... Ah, Machtsprung ist automatisch, das ist gut. Und würde mich schon freuen, wenn ich im Deutschen die alten Stimmen wieder höre. So, das ist gerade meine maximale Sprunghöhe, die ich hier so schaffe. Das ist jetzt noch gar nicht so geil. Das ist später im Spiel noch bedeutend höher. So. Und Sprung. Zweiter Versuch. Hep. Na. Präzise Arbeit hier. So. Jetzt darauf bitte. Und darauf. Ja. Ja. Sagt er. So. Hey, hoffentlich müssen wir hier nicht gleich 1000 Sachen kombinieren. Speicher mal kurz. So, für alle Fälle. So. Hier irgendwas ziehen oder muss ich hier überhaupt was ziehen? Muss da irgendwo ein Schalter oder sowas sein, mit dem man... Ah, warte mal. Ziehen. 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 Und ziehen. So. Das steigt. Jetzt nicht, dass wir hier irgendwo... Aber wahrscheinlich geht es gleich automatisch auf. Ne? Wahrscheinlich geht es gleich automatisch aus, wa? Auf. Dann halt nicht. Können wir irgendwie... Ja, so sieht's unter Wasser aus, Freunde. Genau so sieht Wasser aus, wenn man unter der Oberfläche ist. So, noch mehr schieben und ziehen hilft nicht. Hier hinten jetzt irgendwas verändert? Auch nicht wirklich, ne? Ist auch noch alles beim Alten. Das Ding lässt sich nicht schieben. Ach, so schöne Musik. Können wir hier langlaufen? Was war das jetzt? Hä? So, jetzt müssen wir wahrscheinlich mit der Machtgeschwindigkeit. Lauf, 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 lauf und Sprung. Jawohl. So sieht's aus. Geschafft. So. Zack. Zack, boom. So. Ich finde, sie haben die Tür ein bisschen zu weit oben eingebaut. Na, dann holen wir uns die Dinger doch mal runter. Und springen hier mit Hilfe der Macht druff. Ich sagte, wir springen mit Hilfe der Macht druff. Wollt ihr mich verarschen? Wieso komme ich denn da nicht rauf? Leute.
nicht irgendwas anderes hier noch? Was ist denn mit der Steuerung los? Sobald ich krieche, wandere ich hier automatisch auch noch rüber. Ich habe irgendwie das Gefühl... Habe ich irgendwas übersehen? Nee. Ich mache die Dinger runter und dann springe ich rauf. Double Jump gibt es übrigens nicht. Jetzt klappt es auf einmal, oder was? Naja. So. 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 Und so. Jede Menge Zeug. Ah, nee, lass mich raten. Ich muss hier schnell sein und wenn ich runterstürze, komme ich da wieder zurück. Alles klar. Ich weiß zwar noch nicht ganz, was ich gleich machen muss, aber wir lassen uns einfach überraschen. Und ich drücke ganz spontan, ganz schnell dann irgendwelche F-Tasten. So, ich laufe, ich laufe, ich laufe. Damit ich hier hinkomme und springe. Ganz schön schwierig. Naja. Dafür, dass wir es beim ersten Versuch geschafft haben, fand ich jetzt nicht so schwierig. So, ich glaube, hier kriegen wir... Da ist das Lichtschwert. Man muss, glaube ich, irgendwelche Sachen kaputt machen, verschieben. Die Dinger müssen abgesenkt werden. So, und um die abzusenken, können wir was machen? Ne, da oben geht es nicht lang. Hier ist Sackgasse. Ah, guck mal. So. Deswegen bin ich hier. Aber wie bekomme ich es jetzt hier raus? Ich weiß nicht. So, hier kommen wir erst raus, wenn die Dinger unten sind. Die Dinger kriegen wir nur runter, wenn wir sie wahrscheinlich mit dem Lichtschwert bewerfen. Das heißt, das kann uns erstmal egal sein. Wir wollen nur wissen, wie wir hier rankommen. Seht ihr noch irgendwas? Womit man hier ein bisschen spielen könnte. Was auf beiden Seiten dieser Dinger war. Wir haben einfach mal... Nee, weder Schub noch Zug bringt uns was. So, das war doch vorher noch nicht so weit oben, oder? Ah, okay. Lass mich raten. Geschwindigkeit und dann mitziehen, oder? So, und bitte her damit. So. Aha. Und jetzt muss ich auch noch einen Weg hier rausfinden. Wuhu, wir haben ein Lichtschwert. Lichtschwertwurf. Stufe 1, das Lichtschwert fliegt gerade nach vorne und kehrt zurück. So, endlich haben wir Lichtschwert. Wir sind in Third Person. Zack, wir können Sachen kaputt machen. So, auch wieder nach vorne angreifen. Mach das hier. Nach hinten laufen. Mach das hier ein bisschen langsamer. Und während man läuft, links und rechts, also strafed, schlägt er so. So, nochmal springen. Kann man eine Sprungattacke machen? Bin ich der Meinung. Aber zumindest früher so. Naja. Und man kann es werfen. Und das macht jetzt echt Fetz, das Spiel so zu spielen. Ich muss es gleich geschafft haben. So, bevor wir da rausgehen. Oh, habt ihr das schon gehört? Das ist schon so. Einfach nur, wenn man gegenkommt. Es gibt auch einen Mod für das Spiel, für die Kämpfe, wo wirklich die reine Berührung mit dem Laserschwert schon tötet. Und zwar wirklich sofort tötet, nicht einfach nur Schaden macht. Das heißt, wir müssen nicht mal angreifen, sondern müssen einfach nur zack und schon ist der Gegner weg. Das macht die Lichtschwerte sehr viel, Kämpfe sehr viel intensiver und realistischer. Aber wir spielen mal ohne. Zack. Nichts ist verschlossen für ein Jedi. Langsam läuft er dahin. Stolz, jungen Schüler. Sehr gut. Ich bin soweit. Konntest du etwas über Dishan herausfinden? Nicht viel. Mit Hilfe der Logbücher unserer Schiffe und der Datenbanken der Republik fanden wir heraus, dass Dishans Schiff auf den Namen eines Rodianers namens Relo Baruk registriert ist. Relo Baruk? Kennst du ihn? Nicht persönlich. Er behauptet, ein ehrbarer Müllschlepper zu sein, aber in Wirklichkeit ist er einer der mächtigsten Drahtzieher in ganz Narshada. Nicht einmal die Hoods wollen etwas mit ihm zu tun haben. Klingt nach einer soliden Spur. Damit lässt sich etwas anfangen. Kyle. Ja? Ich wollte dir nur noch sagen, wie beeindruckt ich von deiner Leistung bei der Prüfung war.
Wenn man bedenkt, wie lange es her ist, dass du die Macht eingesetzt hast, hätte ich fast erwartet, dass du scheiterst. Boah, tja, ist das creepy. Du warst im Tal der Jedi. Diese toten Gesichter. Ja, Kyle. Ich weiß, was ich tue, Skywalker. Wenn ich Desan besiegen will, benötige ich die Macht und ich kann es mir nicht erlauben, Jahre meines Lebens hier zu verbringen. Wir sind schon ein bisschen bitchy, ne? Nennen ihn Skywalker. Ich erkenne, dass du gepeinigt bist, aber du musst lernen, die Folgen deiner Handlungen zu bedenken. Du und Jan, ihr habt einen Eid geschworen, dass ihr das Tal der Jedi beschützen würdet. Und nun, da Jan tot ist, bist du der Einzige, der weiß, wo es liegt. Wenn die dunkle Seite der Macht in dir Überhand nehmen würde, könntest du das Tal für unaussprechlich böse Zwecke missbrauchen. Danke für den Tipp. Nicht vertrauenswürdig? Ich sage nur, dass du dich deines Zorns entledigen solltest, bevor er dich zerstört. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Deine Mutter soll sich mal entledigen. Vom Tal der Jedi, nur um ganz sicher zu gehen. Das ist zumindest ein Anfang, denke ich. Nimm eines der Schiffe der Akademie nach Nashadar. Das ist weniger auffällig. Ich bin so stolz auf meine Zähne. Ich putze jeden Tag. Deswegen zeige ich sie auch ständig. Ich habe selbst Dringendes zu erledigen. Viel Glück, Kyle. Ich hoffe, dass du findest, wonach du suchst. Möge die Macht mit dir sein. Das war ganz witzig. 7 Würfe. Sonstige Angriffe? 4. So, jetzt geht's nach Nashadar. Wisst ihr, das ist wieder so ein Ding. Ich meine, es ist schön, dass man hier das ganze Level sieht, auch wenn es natürlich aus heutiger Sicht alles ziemlich scheiße aussieht. Aber im Vorgänger, der natürlich von der Grafik her eigentlich schlechter ist, da haben die auch so eine Fahrt, aber das halt als Filmsequenz und das sieht halt sehr viel geiler aus als das hier. Gangster Rilo Baruch finden. So. Hui. Da fliegt plötzlich was hoch. So, wir sind wieder in Nashadar, der alten Gangster City. So. Besser nicht. Okay, er hat das gesagt, weil ich versucht habe, eine Waffe zu zücken. So, Sachen fliegen hin und her. Hallo. Ja. Die haben mir die Waffen weggenommen. Alter. Ich will meine Waffe haben. Hey, du da. Barkeeper. Romulaner. Barkeeper. Ich dachte, die haben uns die Waffen abgenommen. Was kann ich für Sie tun, verehrter Jedis? Du könntest etwas lauter sprechen. Oder die Musik leiser machen. Viele Leute haben die. Lichtschwerter? Fragens. Wie wäre es mit einem Glas Rotblitzweins? Würde ich nicht annehmen. Natürlich, mein Herr. Sie suchen also Informationen? Was weißt du über Rilo Baruch? Ein respektabler Müllschleppers. Dieses Lokals hier hat einen Vertrag mit ihm zur Müllbeseitigung. Wohin bringt er euren Müll? Ich habe das Gefühl, wir sind ein solcher Müll. Aus dem Sinn, sage ich immer. Und das ist alles streng legal. So legal wie alles auf Nashadar. Herz wie auch immer. Weißt du, wo ich Baruch finden kann? Jetzt kommt das Geheimnis. Hör mal, wie ich furze. Im Ernst? Ich bringe ihn her. What? Ich glaube nicht. Ich glaube eher, dass jetzt Kampfzeit ist. Was ist denn das für eine Aussage? So. Ah, ich schätze, die haben uns deswegen die Waffen abgenommen, damit wir lernen, mit dem Lichtschwert zu kämpfen. So. Geile an dem Lichtschwert ist, dass es halt Schüsse reflektiert, ne? Wenn man nicht gerade angreift, das ist wichtig. So. Achtung. Ah ja, stimmt. Werfen. Sollte man viel öfter machen. Das Coole an dem Level hier ist, dass hier die ganzen, wie hießen sie doch gleich? Ich hab's wieder vergessen. Unsere alten Freunde mit den drei Augen. Dass sie mit Thermaldetonatoren hier um sich schmeißen. Und das heißt, nicht nur lernt man Schüsse zu reflektieren und anzugreifen, über die, die ein Blastergewehr haben, sondern man lernt auch,
Tja, was eigentlich? Oh, geil. Wir werden wahrscheinlich so Hähnchen nehmen. Bloß mit was anderem als Hähnchen. Dass man halt immer in Bewegung bleiben sollte und nicht einfach nur stehen bleiben kann. Weil Thermaldetonatoren können wir eben nicht abwehren. Ich weiß nicht, ob es nur mit Mod geht, aber nee, ich glaube im Spiel auch. Ab und zu, fliegende Waffe. Ab und zu werden auch Körperteile abgetrennt. Mit Mod auf jeden Fall noch häufiger. Was realistisch ist. So, ein bisschen Schildenergie auftanken. Yeah, geile Moves. So, ein Sitz mit einem Buch. Das hilft uns nicht weiter. Ups, hier landet der Sprung. So, das ging doch hier gerade irgendwo weiter. Wir waren noch kurz in so einer Art Gang, der nach oben führt. Ich glaube hier. Nein. So, jetzt bin ich einmal rumgerannt. Jetzt könnte langsam mal... Hä? Ihr habt es doch auch gerade gesehen, oder? Wir waren am Anfang von so einem Gang, wo es hochging. So, geiler Sessel. Kann man es echt kaputt machen hier? Nein. So, schauen wir mal hier hoch. Machen die Tür wieder auf. Oder zumindest das Akipa-Verschluss-Dingsbums. Wir rennen runter. Er drückt den Knopf wieder. Wir rennen wieder hier hoch. Das wäre nervig. Aber so ist es nicht. So, bevor wir da langlaufen. Wir könnten auch einfach runterspringen, denke ich. So, schauen wir da mal rein. Dr. Tank. Wo ist er? Ich habe genug von dem Unsinn. Wo ist Hilo? Bitte, nobler Jedis, nicht ins Gesicht! Rilos Büros ist auf einer höheren Ebene. Folgen Sie den Müllsammlern. Und ich kann jetzt schon sagen, was ich auch prophezeit habe: Das Kämpfen macht gleich sehr viel mehr Spaß. Ach ja, man kann ja auch rollen. Alter. So. Die Typen benutzen jetzt eine Waffe, die wir auf einer Schala häufiger verwenden. Ah, ich habe schon wieder vergessen, wo lang. Nämlich Scharfschützengewehre. So. Nein. Alter, die hinterlassen auch ordentlich Löcher, wie ihr seht. Da sollten wir vermeiden, getroffen zu werden. Oh. Eingang zu Rilos Versteck finden. Ja, das ist ein bisschen komisch, dass in dem Level hier sowohl der Kampf mit dem Lichtschwert so seine Premiere hat, als auch das Scharfschützengewehr. Wobei, vielleicht kommen wir in dem Level gar nicht dahin. Na, ich denke mal schon. Aua! Weil, ihr seht schon, das bietet sich hier echt an, mit dem Scharfschützengewehr zu arbeiten. Oh, okay. Wir können diese Thermaldetonatoren übrigens auch mit dem Lichtschwert abblocken. So, ich glaube, wir müssen nicht hier unten lang, sondern müssen tatsächlich oben lang laufen. Damit wir da oben dann quasi auf den Stegen langlaufen können. So, den können wir mal umschubsen. So, danke. Jetzt haben wir ein Scharfschützengewehr. Ja, und wir benutzen es einfach mal. So, ich nehme mal an, rechte Maustaste Zoom. Ja. Ah, genau. Und wir können die Schüsse aufladen oder Einzelschüsse machen. Aber ich denke mal, aufladen ist hier echt angebracht. Das läuft noch nicht so optimal. Und da wurden wir von hinten erwischt. So, wann haben wir geladen? Gespeichert, meine ich. Scheiße, haben wir überhaupt gespeichert? Och, Kinder.
Oh, es lief doch so gut. Kann ich das... Danke. Na gut, wenigstens wissen wir jetzt, wo wir langlaufen müssen. Ich muss mir echt angewöhnen, auch wieder zu speichern. Wie gesagt, normalerweise tue ich das ja auch ständig. Klick, 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 klick. Ja, ja, ist ja gut. Weiß ich doch alles schon. Kein Problem. So, Waffen weg. Und einmal reden, bitte. So, und los geht's.